Freunde, wir müssen reden. Und zwar über Seven vs. Wild Zielgerade. Die vierte Staffel geht in die entscheidende heiße Phase. Noch vier Leute sind in dem traurigen Camp unter Schnee zusammengeschlossen. Und wie eröffnet Joe Vogel die Inszenierung, als wenn er Produzent des Ganzen wäre? Joe hat Hausarrest angeordnet. Er sagt, wir bleiben hier. Er hat das Sagen, nach eigenem Verständnis. Aber dann passiert etwas extrem Unvorhergesehenes, etwas wirklich Interessantes, was der Serie kurz vor Torschluss gut tut. Joey Kelly legt los, so wie wir ihn kennen. Er, der die Erfahrung aus unzähligen Ironman hat, weiß, auf den letzten Metern gewinnst du das Rennen. The drive is for the glory, the putt is for the money, würde der Golfer sagen. Und hier ist es ähnlich, denn während Joe Vogel vorher schon gesagt hat, es sei unmöglich, jetzt noch einen Koffer zu holen, man müsse die Kräfte schon, mit anderen Worten, er seine eigene Kapitulation schön geredet hat, was macht Joey Kelly? Er schnappt sich einen Rucksack, er schnappt sich noch einmal die Tonaufnahme, den letzten Funkspruch und marschiert los. Auf den Berg, über den Bergkamm, und holt sich den entsprechenden Military-Koffer. Wie das ausgeht, könnt ihr euch anschauen. Auch das, was dann im Koffer war, will ich euch gar nicht vorwegnehmen. Nicht, dass die feinbeseiteten Seelen unter euch wieder meinen, ich würde zu viel spoilern. Nein, es geht mir gar nicht ums Spoilern, wenn ihr meint, wie bei einem Fußballspiel, ihr müsstet die entscheidenden Punkte noch selber sehen. Sei es drum. Mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es um unser kleines Rumpelstilzchen, den entzauberten Alpha-Mann, der zurückgeblieben im Camp ist, der fassungslos zugesehen hat, wie sein Sidekick Joey Kelly, dem er ja gnädigerweise erlaubt hat, den Shelter zu bauen. Halbgott Vogel muss ansehen, wie Joey losmarschiert. Und was macht er? Er geht auch los. Er erzählt uns jetzt zwei Dinge, die ich für extrem verachtenswert halte und die den Charakter dieses kleinen Selbstdarstellers mit diesem großen Ego richtig offenbaren. Ad 1 sagt er zu dem noch verbliebenen Uwe und Julia, wieder in seiner bewertenden Art, denn Joe Vogel ist wie das Orakel von Delphi. Er hat von wenig Ahnung, aber zu allem eine Meinung. Hier zum Beispiel sagt er dann, natürlich sei es zu erkennen, weil ja Joey Kelly im Vorfeld dieser Veranstaltung sich 20 Kilo angefuttert hätte. Er würde stolpern, er würde ganz merkwürdig gehen und er wäre nicht sicher im Tritt. Ganz schön dreist, der Vogel. Ja, denn wenn er schon nicht geht, weil er vorher ja gesagt hat, er wäre ja selbst dreimal hingefallen. Ja, Vogel, du kannst hinfahren. Du darfst aber eins nicht vergessen. Joey Kelly war derjenige, der schon den Südpol erreicht hat. Schritt für Schritt. Clever seine Ressourcen, seine Kräfte kennt. Und was tust du? Du machst dasselbe, was du damals bei Stefan gemacht hast. Du haust ihn bei den anderen in die Falle. Oder Pfanne, wahlweislich. Ja, mit den Fallen, das hat ja auch nicht so geklappt. Auch das ist so ein Punkt, mein lieber Joey. Mein lieber Joe. So. Jagen und sammeln. Ja, mit dem Jagen hat nicht geklappt. Da hast du viel erzählt, viel schwadroniert, aber selbst mit Pfeil und Bogen nichts auf die Reihe gekriegt. Hättest du vielleicht ein wenig weniger geredet und ein wenig mehr geschossen, wäre das eine andere Sache. Aber mit dem Sammeln. 100.000 Hagebutten war der Plan. Ja, rausgekommen sind mehrere Handvoll. Und als du dann feierlich die Hagebuttenpampe unter den verbliebenen beiden aufteilen wolltest und sie gemeinsam mit ihnen vernaschen wolltest, da kommt Joey Kelly zurück und stiehlt dir erneut die Show. Was soll ich sagen, mein lieber Vogel? Ja, du hast es ja mittlerweile in deinem Stream erkannt und auch wirklich zugegeben, dass du die ersten Tage neben dir gestanden wärst, dass die Kommunikation zu Stefan suboptimal gewesen ist. Nochmal, ob Stefan nun lieb, nett oder produktiv oder kommunikativ ist, sei mal dahingestellt. Dein Verhalten ist jedoch komplett subterran. Es ist also wirklich unterirdisch. Und dazu kommt, dass du ja mittlerweile auch von ausgewiesenen Experten gerügt wirst, auch für deinen Asche-Tee. Denn das Interessante ist ja, dass sowohl andere Survival-Experten als auch Ärzte, soweit man Lehmann glauben kann, und warum sollte man Mark Lehmann nicht glauben, keine Ahnung davon haben, wovon du da fabulierst. Ja, Joe Vogel hat
einen Meister gefunden, was die mediale Wahrnehmung in dieser Folge ausmacht. Warum? Weil Joey Kelly abgeliefert hat. Es ist meines Erachtens auch immer wieder derselbe Punkt. Du legst die Latte selber sehr hoch und läufst dann drunter durch und erklärst nachher, warum es da nicht geklappt hat. Du bist das, was man landläufig einen Dampfplauderer nennt. Und fachlich ist es jetzt so, ja, ich sitze hier im Warmen und bin ein alter, weiser Mann. Aber blicke zurück auf sehr viele Jahre in der SEBA, in der Schnelleinsatzeingreiftruppe Bergung Ausland. Und wenn wir Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt haben, wenn wir Trinkwasseraufbereitung geklärt haben im Ausland nach Erdbeben, dann war Ressourcensicherung, klare Kommunikation und das Wissen um die Leistungswilligkeit und die Leistungsfähigkeit aller Beteiligten das Um und Auf. Und ganz ehrlich, wenn ich einen solchen Streitvogel wie dich in den Reihen gehabt hätte, dann hätten wir dem erstmal ganz schnell die Federn gestutzt, damit er nicht mehr Zeit damit verbringt, sein Pfauenrad zu schlagen, sondern sich ins Team einzubringen. Es ist schön, dass du bei einem Unterhaltungsformat wie dem hier eine Rolle einnimmst, die man braucht. Man braucht den streitwilligen Egoman. Den gibt es in jedem Skript, den gibt es in jedem Highschool-Musical. Aber ehren muss man das dann trotzdem nicht. Da ist mir dann ein Joey Kelly schon deutlich lieber. Denn er liefert ab. Auch wenn er der Dramaturgie willen vielleicht vorher den Rucksack gecheckt haben könnte. Aber er wollte die Überraschung nicht nehmen und schleppt dafür zwei schwere Steine mit ins Camp. Schade eigentlich. Aber auf der anderen Seite zeigt es, was für ein Teamplayer er ist. Bei ihm kommt nämlich zum Beispiel die Vokabel wir deutlich öfter vor als bei dir. Denn deine ganzen Erzählungen gehen um ich und ich und Ego. Ja, so ist das als egozentrischer Selbstdarsteller. Schade eigentlich, denn aufgrund deines Wissens, was du zweifelsohne hast, hättest du einen Beitrag, gerade bei den kleinen Zuschauern, den jüngeren Zuschauern, denen, die eure Kern- und Rumpfmannschaft ausmachen. Denn die 14- bis 20-Jährigen kleben bei dir an den Lippen. Und dann gibt es die, die da drüber kommen mit 20 bis 30, die vielleicht ihre Freizeit dementsprechend verbringen wollen. Nun sollten die sich aber an dir als Charakter nicht unbedingt ein Beispiel nehmen. Denk mal drüber nach. Ciao for now.